Zum Glück haben diese Schreine kein Zeitlimit. Aber man darf das Game nicht verlassen. Oh, das ist stark. Den nehmen wir mit für den Tempelritter. Ich wärme mich gerade erst auf. Und jetzt sind wir wahrscheinlich hier. Okay, kein Boss. Red nur weiter. Wieso redest du nicht weiter? Oh Gott. Was ist denn hier los? Ich will nicht brennen. Nein, ich will nicht brennen. Ich bin mir sicher, dass sich der Prophet gegen Altair gestellt hätte. Ach, Männer. Er hat immer das Potenzial. Jetzt geht es noch schneller. Er glaubte, dass wir erreichen können, was den Seraphim... Na, die machen wenigstens keinen Damage. Nur wenig. Wenn er das hier miterleben müsste. Hm, komisch. Ah, jetzt hier. Pellail. Schön. Hm, jetzt habe ich mich noch verletzt irgendwie. Hui. Schutzretter. Topaz. Hm. So, was haben wir hier? Noch ein Rüstungshaufen. Eine Anzeige für den Goblin wäre auch cool gewesen. Ah, oh, hier kann man raus. Okay, dann war es ein optionales Gebiet. Eigentlich relativ gut, es ist groß und hat, ja, einen interessanten, ja, Endkampf. Kein Boss, aber, ja, okay, es war schon ein Boss, aber nicht gerade ein starker. So, schön rausgehen. Und jetzt können wir hier weiter. Eine Leiche. Und die Ratten haben Angst. Komm, Goblin. Nimm's, ja. Hallo Skelettis. Haben wir uns hier rüber. Okay, dann gehen wir noch kurz zurück. Wir haben noch Zeit. Darüber. Der Tod wartet. Okay, hier ist nichts mehr. Was können wir wieder zurück? Und Schüdele. So da la, so da li. Man spuckt nie. Geplünderte Heimstätte. Eine Zeugin, schnappt sie euch! Eine Zeugin? Ah, kann das sein, dass hier die Diebe sind vom Scoundrel? Wahrscheinlich, das ist das Liebesversteck. Sie halten meine Eltern oben fest. Okay, ich komme. Da muss ich unbedingt mal mit dem Ding gehen, mit dem Schurken. Vielleicht sagt er ja was. Sie haben ihn getötet. Mutter, wo ist Mia? Ich habe sie durch das Bücherregal unbemerkt nach draußen gebracht. In die Gasse? Dort draußen sind Banditen. Oder gar noch Schlimmeres. Okay, ich komme mit. Aha. Um die Tür kümmern wir uns später. Tötet sie!
Okay, ich denke, wir werden mal den Skandal für den Tempelbeschwörer, Tempelritter. Ich dachte, du hättest mich zurückgelassen. Nein, Schwesterchen, niemals. Komm mit mir. Mutter wird sich so freuen, dass du am Leben bist. Okay, ja, jetzt ich dann den Skandal nehmen und ja. Mit ihr halt diese Dame. Frauenpower und Männerpower. Okay, das sind einfach so Anzeichen von NPCs. Ist auch neu. Okay, ich dachte, das wären eins die kleinen blauen auf der Karte, aber... Ja. Das sind nur Punkte. Oh, hier nochmal so ein Fetter. Der Bestrafer. Okay, jetzt geht's wenigstens ein bisschen lagfrei. Irgendwie muss Fraps eben die ganze Zeit schon laufen, damit es ausgelaufen, also... Ja, sich einfach gut am PC angepasst hat. Und nicht mehr laggt, weil es Fraps die ganze Zeit irgendwas noch im Hintergrund ladet. So, jetzt sind wir hier. Gideon-Gasse kommt jetzt. Schauen wir noch kurz die Unix an, die Rares an. Ja, brauchen wir nicht. Das ist noch besser. Der Ring ist eigentlich noch gut, dann nehmen wir den auch noch mit. Und ja, genial. Ich kann dann noch Mulis machen, damit die Charakter dann die weitere Ausrüstung tragen. Ich konnte Maltail in Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Zu viele. Sie morden, sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder an Hunger sterben. Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen, und sie wählen zumeist das Letztere. Okay. Manche Menschen oder Dämonen kann ich nie verstehen. Oder auch Engel. Aber eben, um Macht zu kommen, wählen viele Menschen oder Wesen die böse Seite. Aber die bessere Seite ist doch viel skilliger. Die Todesmaid kontrolliert den Seelentiegel. Zeigt, dass sie stirbt. Ja. Okay, hier geht's nicht weiter. Aha, da muss man diese Leichen helfen. Machen. Ihr habt die euch überkommende Finsternis selbst zu verantworten, Sterbliche. Ja, sicher. Das ist meine Challenge. Ich brauche doch ein gutes Spiel und da müssen böse Sachen halt vorkommen, damit ich sie den Garas machen kann. Ha! Hier hast es. Okay, nicht schlechte Erfahrung bekommen. Und weiter geht's. Geht schnell. Danke. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet, um mich zu retten. Ah, die Miriam kommt. Das ist die Mystikerin, die macht eben dieses Transmogrifizieren und noch andere, also Gegenstandsverbesserungen und so. Wie konntet ihr das wissen? Ich bin Miriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentiegel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört,
werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine okay, Zeit verlieren. Cool. Wir müssen los, und zwar jetzt. Ja, ich komme mit. Du siehst nicht gerade gut aus. Hast du Fieber? Altair, er beobachtet euch. Soll er doch. Ist wie dieser Belial, der natürlich immer alles beobachten muss oder uns Sachen in den Weg werfen. Die Menschheit widerte mich zunehmend an, während ich in Sanctuario weilte. Lol. Als ich Maltail schließlich ausfindig gemacht hatte, war ich nicht überrascht zu erfahren, dass er ebenso fühlte. Wir werden der Menschheit, dieser Geißel der gesamten Schöpfung, ein Ende setzen. Und am Ende wird Inarius' tragischer Fehler getilgt sein. Ja, den töten wir wahrscheinlich auch noch. Was haben wir? Friedhof? Waldstone-Friedhof? Ihr solltet aufhören, mir zu folgen und euch zur Enklave der Überlebenden begeben, bevor euch etwas zustößt. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Und nachdem ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können, sagen wir einfach, dass ich die Zerstörung des letzten Seelentiegels mit eigenen Augen sehen muss, wenn ich jemals wieder ruhig schlafen möchte. Lucian, der Ausgestoßene. Der sieht ein bisschen aus wie dieser Held aus Leech of Legends, der, wie heißt der jetzt schon wieder? Na, der Zauberer, Cilian, genau, Cilian, der Zeitmagier. Hä? Blizzard, habt ihr abgekupfert? Naja, sie haben ja auch euch abgekupfert, aber trotzdem. Stattdessen spottet dieser Friedhof der natürlichen Ordnung. Der Kampf der Klone. Niemand kann mich aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Fort mit dir! Fleht der Mädchen. Der Seraph tauchte wie aus dem Nichts auf. Seine eklige Masche aufgeblähten Fleisches glitt geräuschlos durch die Luft. Als ich ihn endlich bemerkte, war ich wie gelähmt. Es schien mir, als ob ich in einem furchtbaren Wachtraum gefangen war. Ich blickte zu Boden und sah, wie Ranken aus Energie sich um meine Füße wanden. Da erkannte ich, dass es nicht Angst war, die mich lähmte, sondern die Magie des Seraphs. Ja, natürlich wieder ein Stun-Gegner. Boah, wir haben alles wieder voll. Man findet immer noch viel zu viele Items, die man nicht braucht. Ist zwar ein paar auf Exile noch schlimmer, aber da muss man sie nicht einsammeln. Schmied, ich will jetzt mal ein paar Materialien. Das könnten wir eigentlich... Ah, nein. Schon gut. Ja, dann machen wir weiter. Und die ganzen Gespräche, alles können wir, wenn ihr wollt, auch mal anhören, wenn wir dann mal die Story wiederholen oder so. Oder einen anderen Charakter machen oder irgendwas so. Oder eben, es ist jetzt nicht so spannend, und wenn ihr es unbedingt wollt, können wir es wirklich auch mal in einem Livestream machen oder so. Und nicht im Let's Play. Und diese Livestreams könnt ihr dann immer wieder, hoffentlich, ich vergesse es nicht, manchmal auch auf meinem Kanal dann anschauen, als Video.
Aber eben, es ist doch viel spannender, wenn ihr dann noch live dabei seid und so. Jo. Aha, hier unten hat es endlich mal ein WP. Ihr Schnuckelchen. Ihr seid so schön, ihr Zombies. Das geht mal gar nicht. Dankeschön. Für das Verrecken, für das Weggehen. Und die. Ja, das sind ein Stück. In das Abyss. Wie der Kane sagt. Abyss. Hier, ne? Hallo Zombies. Ach, du nervst. Ja, ja, slow mich nur. Ah, was ist denn hier? Nur Schrott. Und hier sind wieder Engel. Leichenerwecker. Ah. Niemand kann mich aufhalten. Jo, das stimmt. Das sagt sie, wenn man eine gute Kill-Kombi bekommt. Also ein paar Gegner auf einmal killen. Ab 10 oder so zählt es. Aber sagt sie zu oft einfach, wenn wir nicht so einen hohen Schwierigkeitsgrad eingestellt haben. Okay, wir sollten eigentlich Richtung WP gehen und nicht hier weiter. Gehen wir hier oben durch, wieder zurück. Wir machen das nächste Mal. Zurück mit euch. Bis jetzt ist es so eine Mischung aus Akt 1 und Akt 3. Ist noch nicht so relativ Neues, aber trotzdem schon recht amüsant. Es ist auch wie im Akt 5 von Diablo 2, die Qualität steigt natürlich. Aber eben, es ist noch nicht so, als würde es sich lohnen, diese 35 Euro auszugeben. Lose Steine. Ah, da kommt ein Zombie noch raus. Da oben ist noch eine Gedenkstätte. Wo ist jetzt dieses? Ah, hier unten. Wurde einfach nicht angezeigt. Das Waypointchen. Ach, nervt nicht da oben. Lol, wie viele Bats kommen da? Höchst beeindruckend. Es gibt vieles, worüber ihr euch freuen könnt. Ihr macht wohl Witze. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Ja, das Wenn stimmt. Wenn ihr so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht verstehen. Magisches Geschoss, Feuerschlag. Stapel. Hm.
Das muss ich jetzt nochmals gut anschauen und testen. Auch wieder eine Schadensverbesserung. Also, für Eis. Sagt mir, werden dieser ständige Tod und die unaufhörliche Zerstörung je ein Ende finden? Natürlich wird all das enden. Und ihr werdet ein langes und glückliches Leben haben. Warum habe ich das Gefühl, dass ihr mich belügt? Weil es nicht vollends der Wahrheit entspricht. Und weil ihr eine solche... Es ist wunderbar, euch endlich zu treffen. Auch wenn ihr ein bisschen... Ja, es... seid, als mich meine Visionen haben erwarten lassen. Ihr gebt einfach nicht genug auf euch Acht. Immer steht die Rettung der Welt an erster Stelle. Okay, herzlich willkommen beim Talk About Mystery. Wirklich toll, dass ihr die ganze Zeit quasselt. Muss ich jetzt wirklich alles sagen? Sie ist fett, hat große Möpse, sieht scheiße aus. Der Stab könnte mir gehören. Und die Fähigkeiten von ihr auch. Ja. Halt den Mund. Dankeschön. Heute habe ich wieder mal richtig geil und hart trainiert. Es ist endlich wieder mal angenehm warm draußen gewesen. Nach dieser halben Woche Eisfrost und Schnee. Wir haben sie noch gar nicht. Wahrscheinlich kommt sie hier hin. Aber hier unten hat sie auch noch einen Slot. Nein. Wahrscheinlich kommt aber im zweiten Addon sicher noch irgendwas dazu. Oh, da habe ich was falsch reingelegt. Nicht hier hin, sondern hier hin. Södele, und wo ist der Schmied? Da. Nichts Gescheites. Ja, zu schwach. Ja, also wenn es so weitergeht, kann ich wirklich ins Fußballtraining gehen und mein Bestes zeigen dort. Und vielleicht werde ich dann mal ein Superstar im Fußball. So ein richtig guter Star, wie Ronaldo und Messi. Nein. Ich will einfach eine Arbeit haben, sozusagen, weil ich nicht irgendwo im Gewerbe oder irgend so etwas arbeiten kann wegen meiner Krankheit. Brauche ich irgendwas Sportliches. Und wenn ich das habe, dann fühle ich mich schon viel besser und habe dann auch ein bisschen Geld, um das Let's Play voranzutreiben, Livestreamen, alles mögliche. Und dann konzentriere ich mich hauptsächlich momentan auf den Sport. Ich mache trotzdem noch viele Videos, mehr als alle anderen Let's Player hoffentlich. Und ja, ich hoffe, euch wird das gefallen und ja, oder das gefällt euch jetzt schon und ja, ich hoffe, ihr macht mal ein bisschen mehr, liken bitte und ja, kommentieren werden es und ja, aber ich zwinge euch nicht, also wenn ihr jetzt nicht liken wollt oder nicht kommentieren wollt, kein Problem, aber natürlich haben Leute, die mit mir etwas quassen, reden, chatten und schreiben, gute Bonis und ich werde die Namen merken und ja, vielleicht können wir danach mal über Skype reinreden, telefonieren oder sonst irgendwo. Ja, also Dankeschön fürs Zuschauen, der Akt 5 ist super und ich hoffe, es gefällt euch auch das Spiel und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Also, tschüss, la, bisous, la.